Drei neue Öffnungen in Berlin und was sie können. Let's go! Wir starten den Tag scharf. Mit einer Auswahl an Spießen aus dem Feuertopf. Und glaubt mir, das brennt richtig rein. Um meine Zunge irgendwie wieder abzukühlen, gibt es Nudeln, die so breit sind wie Gürtel. Ihr vermischt die Nudeln mit dem heißen Öl und dem Knoblauch. Und dadurch entsteht eine richtig leckere Soße. Bisschen scharf. Super cremig. Und es ist einfach extrem lecker. 10 von 10. Weniger scharf und mit weniger Knoblauch gehen wir über zu Spot Nummer 2. Das Blumenthal befindet sich in einer ehemaligen Schuhfabrik und ist nicht nur der perfekte Ort, um Zeitung zu lesen oder am Laptop zu arbeiten. Sondern ja, es gibt auch ziemlich Insta-worthy Fotospots. Aber worauf ich eigentlich zu sprechen kommen will, sind die Pancakes. Denn auch wenn ich die Hälfte wieder verloren habe, schmecken die ziemlich gut und sind mit Rote Beete, Sauerkirschen und Amaranth-Crumble. 8 von 10. Zu guter Letzt gehen wir in den Fischclub. Euer Frischfischdealer in der Stadt. Und hier gibt es nicht nur Fischplatten, sondern auch super leckere kleine Teller, wie Garnelenspieße, Fischkroketten, die ich mega nice fand. 10 von 10. Und köstliche Miesmuscheln. Was probiert ihr als erstes von